Allah soll uns Kraft geben, auf dem Weg unseres Propheten zu bleiben. Versuchen, so zu sein wie er. Versuchen, seine Hadithe aufrecht zu erhalten. Versuchen, seinen Sunna aufrecht zu halten. Und versuchen, wie seine Sahabes neben ihm zu sein. Versuchen, wie die Sahabes in ihn verliebt zu sein. Viele sehen ihn nur als ein Mensch. Dann ist es für die auch ein Mensch. Viele sehen ihn als ein Übermensch, dann ist es auch ein Übermensch. Viele sehen ihn vielleicht als ein Betrüger, dann ist es für die ein Betrüger. Viele sehen ihn vielleicht als einen schönen Menschen, dann ist es auch schön für dich. Siehst du ihn als einen hässlichen Menschen, dann ist es hässlich für dich. Vergiss eins nicht, dass er ein Spiegelbild von euch ist und von uns ist. Als Abu Jahl zu ihm kam und meinte, du Muhammad, du bist so hässlich, ich habe noch nie in meinem Leben so einen hässlichen Menschen wie dich gesehen. Du bist ein Betrüger, du bist der größte Betrüger und so weiter und so weiter. Er hat ihm viele schlechte Sachen gesagt. Da hat er ihn angeschaut, meinte, hey Buje, weißt du was, du hast recht. Die Sahabes haben schon geguckt, was ist los, wieso sagt er sowas, kann doch nicht sein. Daraufhin ist der Abu Bekr aufgestanden, meinte, oh Rasulallah, du bist der schönste Mensch, den ich je gesehen habe. Du bist der Wahrhaftigste. Du bist derjenige, der nie lügen würde. Du bist der liebevollste Mensch, den ich je gesehen habe. Ah, du hast recht, meinte unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Und haben die Sahabes gefragt, ja, Rasulallah, wieso hast du beiden recht gegeben? Der eine hat dich eigentlich beleidigt, der andere hat dich fast zum siebten Himmel gelobt. Und da meinte Rasulallah, die haben beide recht, weil die haben beide in mir sich selber gesehen. Ich bin nur ein Spiegelbild. Abu Jahl hat sein Spiegelbild beschrieben und Hazrat Abu Bakr hat sein Spiegelbild beschrieben. Deswegen, wenn du an unseren Propheten denkst und schaust sozusagen mit deinem Herzen, was denkst du über ihn? Das bist du selbst. Denkst du was Gutes, dann bist du das auch selbst. Wenn du zum Beispiel das Barthaar gesehen hast, wenn du was dort gesehen hast, wenn du irgendwas gesehen hast, das bist du. Wenn du dort nichts gesehen hast, dann bist du auch der, der nichts ist. Er ist nur ein Spiegelbild. Auch mit allem, was er gemacht hat und getan hat. Und in allem, was du tust, was er getan hat, ist wieder dein Spiegelbild. Wenn du was Schlechtes tust, obwohl du weißt, dass unser Prophet nie sowas getan hat, dann ist es nicht seine Schuld, dann ist es deine Schuld. Weil du unseren Propheten nie kennenlernen wolltest. Willst du unseren Propheten kennenlernen? Willst du ihn mal spüren? Es ist sehr einfach eigentlich. Du musst nur versuchen, das zu machen, was er gemacht hat. Das zu sagen oder auch zu sprechen, wie er gesprochen hat und was er gesprochen hat. Und das zu meiden, was er gemieden hat. Dann kommst du zu ihm sehr nah. Weil jede Handlung von ihm ist hai, ist lebendig gewesen. Und jede Handlung, was er nicht getan hat, weil es verboten ist, ist für uns auch tötend. Du raubst dadurch dein Leben eigentlich. Sagen wir mal, du sündigst. Es ist verboten, weil unser Prophet hat nie gesündigt. Das heißt, du entfernst dich von ihm und näherst dich zum Scheitern. Aber wenn du das machst, was er gemacht hat, die Sunna, was machst du? Du näherst dich zu ihm, du kommst ihm näher. Allah sagt, wenn ein Geschöpf von mir einen Schritt zu mir macht, ich renne zu ihm. Schaut euch mal das mal an, also lasst es mal in eurem Kopf, mal in eurem Herzen mal vergehen. Wenn wir einen Schritt machen, er rennt zu uns. Wie sehnsüchtig er auf uns nur wartet eigentlich. Das ist eigentlich eine Ansprache von Allah zu uns. Meine Geschöpfe, ich liebe euch so sehr, ich warte nur darauf, dass ihr nur einen Schritt zu mir macht. Es ist so, ob du, sagen wir mal, du liebst deine Mutter über alles oder dein Kind über alles und die waren mal für eine Woche, einen Monat irgendwo weg und du vermisst die so sehr. Du wartest sehnsüchtig darauf, dass deine Mutter, dein Kind, deine Frau oder dein Mann von irgendwo zurückkommt. Vielleicht einen Monat, zwei Monate waren die weg und du hast eine Sehnsucht. Und du bist am Flughafen. Die Tür öffnet sich, die machen einen Schritt raus. Was machst du? Du rennst und umarmst sie. So muss man sich das vielleicht vorstellen.
Das ist vielleicht jetzt nur bildlich erklärt, aber so müsst ihr euch mal das vorstellen, wie Allah auf uns nur wartet, dass wir einen Schritt zu ihm machen. Was hat Jalaleddin Rumi gesagt, Mevlana? Ist egal, was du gemacht hast, komm. Allah sagt auch, komm, mach nur einen Schritt. Oh Allah, ich habe aber so viel Sünden. Ist egal, mach nur einen Schritt zu mir. Ich habe alles gemacht, was du nicht wolltest. Ist egal, mach nur einen Schritt zu mir, mach nur eins, was ich will. Was mich glücklich macht, dann komme ich zu dir. Er rennt, er will rennen zu uns. Allah will uns umarmen. Allah will uns einschließen mit seiner Liebe. Mit allem, was er hat, will er uns beschenken. Er will uns glücklich machen. Nur wir sind vielleicht schwach, um zu ihm zu gehen. Wir sind faul oder wir sind zu egoistisch oder wir sind zu stur, zu Allah zu gehen. Manche sind mit dem zufrieden, was sie machen. Sie beten, ist gut, Alhamdulillah, wenigstens beten sie, ist auch ein Schritt. Aber mach doch noch einen zweiten Schritt. Hast du den ersten geschafft, mach den zweiten. Vielleicht rennt Allah beim ersten Schritt zu dir entgegen. Beim zweiten ist er wie ein Blitz da. Beim dritten ist er mit dir vielleicht. Einmal hat jemand gefragt zu Schäfende, oh Schäfende, wie komme ich Allah noch näher? Er meinte, fass nur an einer Stelle im Islam an, dann führt er schon zu Allah. Führt nur diese eine Stelle, was du im Islam anfasst, führt dich zu Allah. Zum Beispiel, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, oder nur La ilaha illallah. Das ist auch schon dieses kleine Anfassen. Hast du das mal angefasst? Hat deine Zunge das einmal gesagt? Der wird dich rausziehen. Der wird dich dann mitziehen.